Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Dannybox Hands-on-Video. Es ist jetzt schon ein paar Monate her, nämlich seit Juni von John Tiffany, dass wir ein Hands-on-Video für euch hatten. Und jetzt ist es mal wieder soweit mit unserer brandneuen Neuerscheinung. Die neuen Abenteuer des Großviziers Is No Good. Da haben wir hier den allerersten Band, Band 1, Is No Good, Präsident. Und ja, das ist eine brandneue Reihe. Wer sich fragt, Is No Good, gab's doch früher schon mal bei Egmont und so, ist es jetzt einfach nur eine Neuauflage? Nein, es ist eine brandneue Geschichte, die 2012 zum ersten Mal in Frankreich erschienen ist und jetzt zum allerersten Mal auf Deutsch bei Dannybooks hier erscheint. Also es gab noch keine vorherige deutsche Veröffentlichung in irgendeiner Form. Das ist eine brandneue Geschichte, die noch nie jemand in Deutschland oder zumindest nie jemand auf Deutsch gesehen hat. Und ja, der Text stammt von Nicolas Canteloube und Laurent Bastilian und die Zeichnung von Nicolas Tabary, der Sohn von Jean Tabary ist. Und ja, gucken wir uns das Album doch mal kurz an. Ein Standardalbum im Großformat. Hier auf der Rückseite noch eine schöne exklusive Plakatzeichnung, die ich hier für die Rückseite benutzt habe, mit Motiven von Jean Tabary und Nicolas Tabary. Hier gibt es wieder die Info für die Digital Copy. Das heißt, wer sich den Band kauft, bekommt kostenlos eine Digital Copy dazu. Die Erklärung dafür, wie es geht, steht hier hinten auf dem Buch drauf. Und jetzt gucken wir doch einfach mal kurz rein. Ich habe hier naturmattes Bilderdruckpapier nehmen lassen, das jetzt nicht ganz so raues Offset-Papier ist wie die Egmont-Ausgabe oder die französische Originalausgabe, sondern sich immer noch etwas weicher anfasst, aber jetzt nicht so stark glänzt wie jetzt seidenmattes Bilderdruckpapier, sondern das Papier ist, wer die anderen Dannybooks-Titel kennt, eher so in Richtung Jim Hansons Tale of Sand. Und ja, gucken wir doch mal rein. Die Zeichnungen sind, wie wir sehen können, sehr ähnlich zu den früheren Alben von Jean Tabary. Und damit es auch möglichst originalgetreu aussieht, habe ich hier an verschiedenen Stellen, zum Beispiel hier auf diesen Wahlplakaten oder auf den Zeitschriftencovers, nicht einfach nur mit dem Computer den Text reingeschrieben, sondern solche Stellen immer handlettern lassen, damit es möglichst gut aussieht und möglichst authentisch und möglichst nah am französischen Original ist, weil da alles von Nicolas Tabary von Hand reingezeichnet ist und auch das komplette Lettering dort Handlettering ist. Das war jetzt hier nicht möglich, aber zumindest hier so die schönen aussehenden Hintergrundsachen sind hier in der deutschen Ausgabe auch handgelettert. Ja, hier, das ist das Album. Hier hinten habe ich noch ein kurzes Nachwort verfasst mit Hintergrundinformationen, wie es zu diesem Band gekommen ist. Hier nochmal eine kurze Übersicht über die Egmont-Gesamtausgabe mit einem exklusiven Is No Good Motiv. Und ja, der Band hat die genauen Maße der französischen Originalausgabe. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, die ist sogar ein bisschen spärlicher ausgestattet. Also die Coverrückseite ist deutlich leerer. Und der Vorsatz ist auch etwas spartanischer und ohne jegliches Bonusmaterial. Von daher habe ich versucht, in die deutsche Ausgabe zumindest noch ein bisschen Bonusmaterial reinzupacken. Und ich hoffe, es gefällt den Lesern. Jetzt nochmal im Vergleich zur Gesamtausgabe von Egmont. Die ist ziemlich exakt das gleiche Format. Das Einzelalbum ist ein bisschen tiefer wegen des geraden Buchrückens, während die Gesamtausgabe einen runden Buchrücken hat. Deshalb wirkt die Tiefe minimal tiefer, aber im Endeffekt kommt es hier auf die gleiche Tiefe raus. Das heißt, wer sich jetzt diesen Band neben den neunten Band
der Gesamtausgabe stellen möchte, kann das tun, ohne dass es jetzt sehr schlecht aussieht oder so. Ja, Präsident ist nur gut, ist seit vorgestern, Dienstag, dem 6. Oktober 2015, überall im Comic- und Buchhandel erhältlich. Oder wenn es nicht erhältlich ist, kann es dort einfach bestellt werden. Man kann es natürlich auch sehr gerne direkt bei mir auf www.danibooks.de bestellen. Und ja, wie immer gilt, wenn euch der Band gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, schreibt gerne eure Meinung entweder auf Facebook, facebook.com/danibooks.de oder bei Twitter, @dani_books oder im Comicforum oder per E-Mail oder sagt eure Meinung demnächst bei einer Comicbörse oder Messe persönlich mir, wie auch immer. Und ja, da schon einige Leute gefragt haben, es ist jetzt gerade heute am 8. Oktober der zweite Band in Frankreich erschienen, der heißt De Père en Fils, ist nur gut De Père en Fils und ist gerade in Arbeit, die deutsche Ausgabe ist gerade in Arbeit und wird dann nächstes Frühjahr oder nächsten Sommer auch bei Dani Books erscheinen unter dem Titel Ist nur gut wie der Vater, so der Sohn. Ja. So viel erstmal zu Präsident ist nur gut und ja, schaut rein, hoffentlich gefällt's euch, sagt eure Meinung und ansonsten bis zum nächsten Mal.